Für oder gegen die Jagd? Auf beiden Seiten gibt es viele Argumente. Hier kommen einige davon. Jagen und die Natur. BefürworterInnen der Jagd sagen, das Abschießen verhindert, dass sich bestimmte Tierarten zu sehr vermehren. Wenn es zum Beispiel zu viele Rehe gibt, die junge Bäumchen anknabbern, dann wachsen diese nicht richtig. Und das ist längerfristig schlecht für den Wald. Ein gesunder Wald ist auch für uns Menschen wichtig. Zum Beispiel als Schutzwald vor Lawinen oder fürs Klima. Früher gab es viel mehr größere Raubtiere wie Luchse oder Wölfe, die dafür gesorgt haben, dass es von keiner Tierart zu viele gibt. Heute müssen die Jagdleute dafür sorgen, dass in der Natur ein gutes Gleichgewicht herrscht. GegnerInnen der Jagd erwidern: Jagdleute sind kein guter Ersatz für Raubtiere. Am besten kommt die Natur klar, wenn wir Menschen sie so viel wie möglich in Ruhe lassen. Nach einiger Zeit regelt sich dann das Gleichgewicht von selbst. Jagen und das Tierwohl. Viele JagdbefürworterInnen sagen, dass sie mit gutem Gewissen das Fleisch von Wildtieren essen. Denn das Tier hatte bis zu seinem Tod ein gutes Leben im Wald. Anders als Tiere, die im Stall gehalten werden. Sie sagen, es gäbe ja strenge Regeln fürs Jagen und Schießen, die zum Beispiel sicherstellen sollen, dass kein Tier lange leiden muss. Viele GegnerInnen der Jagd sagen dazu, das Töten von Tieren ist immer grausam und unnötig und dass es den Jagdleuten auch ums Geweih oder andere Trophäen und gar nicht so sehr ums Fleisch gehe. Trotz der Regeln werden die Tiere häufiger nicht gut getroffen. Sie sterben dann nicht sofort, sondern müssen noch zu lange vor ihrem Tod leiden. Sie finden, wer ein gutes Gewissen beim Essen haben möchte, solle sich lieber vegetarisch oder vegan ernähren. Es gibt noch viel mehr Argumente für und gegen die Jagd und in den meisten Punkten können sich die beiden Seiten nicht einigen. Einige Leute setzen sich aber auch für Kompromisse ein. Zum Beispiel dafür, dass es mehr Schutzzonen gibt oder dass die Pausen, in denen keine Wildtiere geschossen werden dürfen, länger dauern. Oder sie sind dafür, dass nur noch bestimmte Tierarten gejagt werden dürfen.